Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von No One Lives Forever. In der letzten Folge hatten wir das Attentat auf diesen Botschafter der USA in Marokko abgewehrt und mussten dann fliehen vor den Feinden. Und jetzt wollen wir eigentlich zum Treffpunkt. Ja, mit der Nachmunition. Gibt es da hinten vielleicht irgendwas? Geheimdienstinformation? Und wie gesagt, ich denke mal nicht, aber gut, ich komme ja eigentlich auch nicht dahin. Und wie gesagt, da mussten wir Geheimdienstinformationen suchen, immer mal. Manche sieht man sowieso. Wie die eine, da kam ich halt nicht hin. Aber naja, gut, das ist halt manchmal so. Hier geht's schon mal nicht rein. Wird überall einer seinen Cocktail liegen gelassen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Zitrone oder eine Limone, Limette. Ist doch Strohhalm. Bekomme ich auch was? Darf ich Ihnen was Kaltes zu trinken anbieten? Ja. Nee, danke. Vielleicht später. Oh, ich wollte aber eigentlich was haben. Harmalarm. Alle Agenturen aufpassen auf Unity-Agenten Bruno Lorey, 58-jähriger Engländer, distinguiert, kahlköpfig, trägt Tweet. Er ist bei Twitter. Beobachtungen direkt an Vorstandsmitglied Volkov Mill. Na, hast schon ein paar zu viel getrunken. Ja. Na, ich glaube, du hast schon genug getrunken, Junge. Ey, wo hat er eigentlich seine Getränke her? Ich meine, er hat hier zwar zwei Flaschen stehen, aber hier unten ist nichts, wo er was lagern kann. Er kann nichts kühlen, er kann nichts abspülen. Naja, ich glaube, er will wirklich nichts. Habib Abdul. 3.30 Uhr Nachmittag. Da müssen wir unbedingt hin. Da gibt es bestimmt tolle Sachen. Wie das ganze Blut an der Wand spritzt. Das ist Brutalität pur. Ich glaube, bei den Türmchen war einer. Wie es aussieht. Ist der besoffen oder ist der... Ich meine, ist der jetzt umgefallen, weil er tot ist oder weil er besoffen ist? Ich denke mal, der ist wahrscheinlich tot, der Typ. Bin ich jetzt eigentlich? Ich bin da noch nicht hingegangen. Na gut, da kann ich den armen Mann hier noch retten. So, die Waffe gleich auswählen. Mitnehmen. Darf ich Ihnen was Kaltes zu trinken anbieten? Nee, danke. Vielleicht später. Ja. Na gut, ich verstehe es. Man gibt ja einen Urlaub um alles, um nicht aufzufallen. Auf der Turm lebt noch. Hm.
Jetzt weiß ich aber, dass der Typ aber nicht getötet wurde. Jetzt weiß ich nur nicht mal, in welchem Rahmen war diese blöde Panzerung gewesen. Das war so ein kleiner Raum gewesen, ich glaube unten war das einer. Wo noch die Körperpanzerung an der Seite gestanden hat. Ich möchte, wenn ich ganz ehrlich bin, noch ganz gerne mitnehmen. Außerdem rennen ja jetzt gerade, da ist das nicht ganz ein Problem. Und so groß ist das Hotel jetzt auch nicht unbedingt. Das Klo ist immer noch zu. Die hat auch nichts anderes zu schicken, als nur abzustauben, das eine Bild. Nein. Wo ist denn das verdammte Ding? Was ist hier drin? Nee. Dann muss ich ehrlich sein, dann weiß ich auch nicht mehr, wo das war. Ach, ist auch egal jetzt. Ich finde es jetzt nicht und muss ich ohne auskommen. Aber ich dachte, ich hätte noch eins gesehen. Gehen wir gleich hier lang. Ach, der Typ ist doch wieder da, ist mir umgefallen. Das war es also gewesen. Er ist einfach nur umgefallen. Voller Trunkenheit. So, nehmen wir mal ein kleines Fußbad. Nachdem wir uns ja die Füße rund gelaufen haben, tut das wirklich gut. Ah, wie so ein Kneippbecken, wenn man diese Kneippbäder hat oder diese Kneippanlagen. Wo sie denn hier solche Fußbäder haben, wo sie hier durchlatschen. Baden hier durch. So könnte man sich das vorstellen, das ist wahrscheinlich hier dasselbe. Was schwebt Ihnen denn vor? Etwas Ruhiges, Romantisches. Es ist unser Hochzeitstag. In diesem Fall kann ich aus Ruhe empfehlen. Harmakte 2289. Catherine Archer. Keine Eintragungen zwischen 55 und 63. Aber Aktivitäten vom Fuchs, einem notorischen weiblichen Dieb, stimmen mit den bekannten Aufenthaltsorten von Archer während dieser Zeit überein. Könnte es sein, dass Kate Archer eine infame Diebin war? Falls ja, was lief dann schief? Hallo. Le Maroc, Marrakesch. Jetzt Magazine. Keine Angst, Frau, ich tue dir nichts. Was haben wir hier? Na, keine Ahnung, ich kann kein Französisch. Mit so einer schönen Bar, mit so einem Zug. Wir haben so Marokko oder Marrakesch wahrscheinlich. Ein Kamel. Kommst du nicht rein mit der Frau? Na dann. Gut, aber der Zivilbevölkerung dürfte jetzt eigentlich keiner sein. Dieser Urlaub ist genau das, was ich brauchte. Echt? Da freue ich mich. Ich wollte nach Frankreich, aber Clark bestand auf Marokko. Tja, dann fahrt ihr halt nächstes Jahr nach Frankreich. Dieses Jahr macht ihr das, was er wollte, und nächstes Jahr macht ihr das, was die Frau wollte. Und schon seid ihr die Probleme los. Harmakte 2288, Catherine Archer. 1954 beging Lord Archer Selbstmord. Oh.
Kate, damals 12 Jahre alt, kam in das Brightonheim für kleine Streuner und 6 Monate blieb, bevor sie verschwand. Beobachtung. Sieht so aus, als sei Miss Archers Geschichte der von du weißt schon wem sehr ähnlich. Zufall oder vielleicht ein Zeichen des Schicksals. Madame Sascha, für weitere Informationen kontaktieren. Ich möchte gerne raus und die Medina sehen, aber es ist so heiß. Du willst die Medina sehen? Ich weiß zwar nicht, wer das ist, aber... Wer ist da? Nichts. Gut, wir wissen, als da läuft irgendwo ein Feind rum. Irgendein Zeichen von ihr? Ja, nicht. Gut, das lade ich nochmal. Ich will jetzt eigentlich mein Gewehr auswählen. Irgendein Zeichen von ihr? Ja, nichts. Ey, Mist, ich muss mal. Ich mag's nicht, wenn man auf dich schießt. Kann ich das Fenster eigentlich zerschießen da drüben? Das sieht nicht so aus. Enthält einen rostigen Löffel, einen zerfledderten Detektivroman und eine Augenklappe. Ach, das kann doch nur von dem Russen sein. Ihr müsst nicht Angst haben, müsst ihr die ganzen Möbel umschmeißen. Oh, ich muss aber Angst haben, weil ich angeschossen werde. Und da kommen einige von denen noch. Irgendein Zeichen von ihr? Ja, nichts. Ey, Mist, ich muss mal. Dann geh doch. Was, wenn sie sich genau daran blicken lässt? Gut, rein. Ah, das Gespräch will ich mal anhören jetzt. Einmal. Geht's denn noch? Ich hoffe. Tja, meine Frau, du musst jetzt nicht mal pinkeln. Ist noch einer von denen. Nachladen. Ich befehle dir, stehen zu bleiben. Aber die Musik gefällt mir. Informationen habe ich gesehen, aber die interessieren mich jetzt nicht unbedingt, weil ich erstmal die Keller hier abknallen will. Die Munition ist scheinbar voll von der anderen Waffe hier. Ah ja. Ich sage, nehmen wir das Ding mal. Roger Light hat einen Teil des Unity CT-180 Geräts und eine Seite von irgendwas, das wie ein Handbuch aussieht. Schicke beides ins Büro. Francis Xavier, Sicherheitschef. Oh!
Ah, jetzt hat einer dumm geschossen auf mich geschossen. Da oben. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich kurz gesehen, dass ich jetzt geblutet habe. Das ist nämlich genau das, dass der Feind das auch mit dir machen kann, mit diesen speziellen Geschossen. Gut, die Musik ändert sich, also ist die Gefahr vorbei. Enthält Teil 89G7 des CT-180 und ein zerfleddertes Stück Papier, auf dem folgenden steht: Leon, deine Frau hat angerufen. Deine Schwiegermutter kommt pünktlich um 7 Uhr zum Abendessen. Vergiss nicht, eine Flasche Wein mitzubringen. Am besten meißen du Rünnel. Ziffernl. Das ist ähnlich. Jeder Jahrgang vor 60 sollte reichen. 57 ist besonders gut, da die jüngeren Jahrgänge eine unerwünschte Fruchtigkeit an den Tag legen. Meinen eigenen chemischen Analysen entlarven den Einsatz qualitativ minderwertiger Pestizide als Hauptübeltäter Nikolaus. Mhm. Geht's hier hin? Nirgends. Hat er wirklich dieselbe Bewegung, die Animation? Ach, zur selben Zeit machen die das. Andere Textur, aber ansonsten wirklich genau dieselbe Bewegung, wie sie es machen, wirklich genau synchron. Ah, das machen die wirklich gut, die beiden, als wären Zwillinge. So wie die Klonarmee hier. Hä? Wer bist du? Warum hast du keine Angst? Ausgang. Wo mit Ausgang ist, nicht, dass ich hier etwas übersehe, das speichere ich lieber ab. Wer bist denn du, Frau? Diese Trottel in der Halle tun so, als hätten sie noch nie eine Frau gesehen. Welche Trottel meinen Sie? Diese komisch guckenden Kerle vor dem Konferenzsaal. Die kamen wohl zu spät zum Seminar. Dürfte ich Sie um einen Gefallen bitten? Was kann ich denn für Sie tun? Ich möchte von diesen Kerlen nicht belästigt werden. Wären Sie so lieb und lenken Sie für mich ab? Kein Problem. Ich liebe es, im Mittelpunkt zu stehen. Sehen, was es hier noch gibt. Ach, da käme ich dann hier lang. Ich will nur wissen, wo ich hier noch lang muss. Dass ich nicht ewig suchen muss hier. Das geht dann hier lang. Meine Güte, das ist ein Haufen Kerle. Na gut, die lenkt also die beiden ab. Wow, das sind lange Beine. Zischt ab, Jungs. Ich gebe mich nicht mit Wüstlingen ab. Echt? Wieso nicht? Schau dich doch mal an. Du bist grob, schlechtig und unreif. War nicht wahr. Nur ehrlich. Ein Mann, der dich anschaut und dir nicht sofort verfällt, ist nur ein halber Mann. Oder ein Drittel, schwer zu sagen. Stimmt. Es gibt gesellschaftlich akzeptable Möglichkeiten, sein Verlangen auszudrücken. Pfiffe und anzügliche Kommentare gehören nicht dazu. Was empfiehlst du? Du könntest es mit Komplimenten versuchen. Vielleicht irgendwas wie: Oh, du siehst wundervoll aus, oder was für schöne Augen. Ein warmes, freundliches Lächeln kommt auch immer gut. Okay, fangen wir noch mal von vorne an. Du kommst gerade zum ersten Mal vorbei. Einverstanden. Okay, los geht's. Entschuldigung, Miss. Bitte? Ich wollte Ihnen nur sagen, wie schön Sie sind. Wenn ich könnte, würde ich zum Himmel greifen und den schönsten Stern für sie pflücken. Auch wenn ich befürchte, dass der Glanz eines solchen Juwels es nicht mit dem ihren aufnehmen könnte. Wow, das war ziemlich gut. Nicht schlecht.
Das ist aber wirklich nicht schlecht. Harmalarm. Alle Agenten aufpassen auf Unity, Agent Kate Archer. Eine 1,70 große schottisch-englische Brünette. Beobachtungen sofort an Vorstandsmitglied Volkov melden. Warnung. Nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch den jeweiligen Supervisor festnehmen. Wenn der jeweilige Supervisor nicht verfügbar ist, kann die Autorisierung per Telefon angefordert werden. Vorausgesetzt, ein Klasse-A-Sender steht zur Verfügung. Die beiden Keller da drüben sind, die möchte ich jetzt ehrlich gesagt am liebsten leben lassen. Oh. Was ist das denn? Ein Toter. Nein, ich wollte die. Aber mit anderer Munition. Ja doch, die beiden lasse ich leben. Ihr beiden habt das Privileg, leben zu dürfen. Vielleicht bekommt ihr eine ordentliche Frau ab und werdet dann ein ordentliches Leben führen. Ich würde es mich für euch einfach nur wünschen. So, was gibt's hier? Nichts. Keine Geheimdienstinformationen hier versteckt. Wirklich dieselbe Textur mit den Aschenbecher hier. Da unten ist ein Zettel, wie ich sehe. Das Buch, was läuft, das ist wahrscheinlich auch eine Keimdienstinformation. Gut, hier geht's schon mal nicht weiter. Das ist auch verdächtig ruhig im Moment. Ach, das ist doch hier unser Kontakt. Zu spät, wie immer. Ich habe angefangen, mir Sorgen zu machen. Du machst dir immer Sorgen. Soll das ein Vorwurf sein? Du bist wie ein ungezogenes Kind. Und du bist eine nervende Tante. Du könntest wenigstens auf mein Geschlecht Rücksicht nehmen. Nervender Onkel eben. Danke. Macht Spaß. Sehe ich. Werde jetzt bloß nicht nachlässig. Wir sind immer noch in Gefahr. Weiß ich. Hier wimmelt's von Schlägern. Mist, wie haben die uns gefunden? Wir wurden verraten. Das ist die einzige Erklärung. Sicher, dass du nicht verfolgt wurdest? Ja, ganz sicher. Wenn die das mit dem Hotel wussten, warten sie vielleicht auch an der Küste auf uns. Wir müssen's riskieren. Wenn wir nicht an Bord der Abigail sind, wenn sie ablegt, müssen wir selber aus Marokko rauskommen. Oder für immer bleiben. Volkov! Runter, dummes Ding! Seit 6 Jahren träume ich von diesem Tag. Nein! Bruno! Ich bereue nur, dass ich nicht die Zeit habe, deine Niederlage so richtig auszukosten. Hinterher! Alles mein Fehler. Wenn du dich nicht um mich hättest kümmern müssen, hätte er dich nicht ausstechen können. Albernes Ding. Die Sorge um dich ist alles, was mir geblieben ist. Sag doch nicht sowas.
Es gab immer viele Gründe für mich zu sterben. Du gabst mir Lebensmut. Bleib bei mir. Vielleicht in deiner Erinnerung. Bruno! Das Mädchen ist in der Lobby. Töte sie! Warum töten Sie sie nicht, Mr. Bulkow? Wollte ich, aber meine Rachegelüste lenkten mich ab. Sollte eine Lehre sein, sich nicht von Gefühlen leiten zu lassen. Guter Rat, Sir. Gut, dann gehe ich sie jetzt erschießen. Sorge dafür, dass es keine Zeugen gibt. Wir sollen alle töten? Erst alle töten, dann das Hotel zerstören. Sollen sich unsere Gegner nach Antworten tot suchen. Ach, unser geliebter Freund ist tot. Bruno, unser Mentor und Meister. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir seinen Tod rächen. Und werden versuchen, Wolkow zu jagen. Aber wie gesagt, beim ersten Teil habe ich nicht mehr ganz so die Erinnerung, was eigentlich passiert ist. Beim zweiten schon eher. Aber beim ersten Teil, wie gesagt, nicht so ganz. Naja, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos. Und in der nächsten Folge werden wir, wie gesagt, uns dann zum Schiff vorarbeiten, dass wir dann aus Marokko rauskommen. Und werden noch aufdecken, wer oder was dieser Harm-Organisation überhaupt ist und welche Ziele die haben. Also macht's gut, bis dann, tschüss.